So, wir sind jetzt zurück. Und ja, wir haben es. 11.30 Uhr mittlerweile. Ich habe gedacht, wir beginnen doch nicht direkt um 10. Damit ein bisschen was spawnt. Natürlich werden wir vielleicht nicht alle Seen abgrasen können wegen die Dammhirsche. Aber das müssen wir vielleicht auch gar nicht. Dann vielleicht reicht es eben, nur mal ein paar zu wissen, weil ungefähr haben wir schon ein paar Plätze gefunden. Rotisch, ja, da ist er. Gut, auf den wird jetzt nicht so viel Rücksicht genommen. Also wir sehen ihn da irgendwo. Dann sieht man, den werden wir auf jeden Fall das nächste Mal weg tun. Gut, da ist einmal keiner. Schauen wir mal da oben, ob welche sind. Spannend wird's. Great One, Dammhirsch. Noch keinen Great One erzielt. Keinen getroffen, noch keinen erlegt. Aber ich werde nicht locker lassen für den ersten. Natürlich vielleicht schlechtes Gebiet, sage ich jetzt auch. Vielleicht war es natürlich besser in Neuseeland, aber Australien gefällt mir und ich möchte halt die Karte auch ein bisschen erkunden, erleben und auch immer noch Rusa und die ganzen Dinger erliegen. Um eben meine Diamanten ein bisschen aufzufüllen. Oder die seltenen eben. Seltene Fellfarben, auch gern gesehen bei mir. So melanistisch, albino, leuzistisch. Wie sie nicht alle heißen. Gut, da haben wir auch einmal ein Bedürfnisgebiet. Axis-Hirsche sind eh auf der Flucht schon. Rusa. Schauen wir mal, ob da aus an Hose auch was ist. Hose gehen bis 5. Gut, dann werden wir am Abend dann eh. Möchte nochmal erblicken. Ruft schon von ihm. Aber nein. Hier gibt's nichts. Ja. Schauen wir uns dann sie da oben an. Da werden wir nach rechts unten nochmal gehen.
kein Abschuss jetzt. Bei den ersten zwei Seen. Damenhirsche lassen sich da ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Da ist auf jeden Fall ein Dreier. Drei ist gut, drei gehört weg. So. Samba. Geht da umher. Bin ich gespannt, ob wir da, wann wir da den ersten Diafellen, Samba, Rusa, Schweinstier, Hirsch, oder Schweinshirsch. Natürlich auch ein Dammhirsch. Habe ich noch nicht in Dia, habe ich noch nie so intensiv bejagt. Wie es jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit sein wird. Gut, da stehen zwei, ja, das ist gut. Der Dreier ist weg. Bei erster Schuss geruckelt. Aber gut, wir haben ihn. Zwei Damage-Gebiete hier auf dieser Fläche. Da oben weiß ich gar nicht, ob da noch stehen könnt. Genau, da haben wir gestartet. Damit der erste liegt einmal. Dass der Sebo bis jetzt nichts war. Kann ich mich noch erinnern. No, scheint auch jetzt nichts zu stehen. Schauen wir uns den da an. Nein, hier gibt es auch keine Damage. Hier hätten wir schon einen Spot. Schauen wir hier noch her.
Weil dort, wo ich schon einen Spot habe, dort möchte ich nicht unbedingt nochmal hin, um eben... Das habe ich bei der Rote Schicht nämlich dumm gemacht. Das möchte ich jetzt nämlich anders machen. Dort, wo ich schon einen Spot von diesem Tier habe, möchte ich nicht nochmal hin. Dann mit dem Rausschießen kann man dann später auch beginnen. Da geht ein Vierer, passt. Das da unten ist auf jeden Fall ein Spot. Aber hier ist auch ein Rottisch gezogen. Haben wir hier bei den Rottische? Vielleicht auch mehr gar nicht. Rottisch, ja. Geil. Also wir haben hier rote Stammhirsch und Axishirsch auf jeden Fall. Vierer ist supi. Gut, haben wir schon was erzielt. Waren wir jetzt schon? Was sind sie da oben an? Ja. Eben Bar abdecken, Bar sehen, das Wichtigste jetzt einmal. Praxis hier schauen wir hier schon einmal. Ich schaue gleich wegen neues Sees. Damen hier schauen wir da. Damen hier schauen wir da auch. Rotfuchs. Schwanzhirsch. Rotfuchs. Was den schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Den haben wir auch schon. Und den da unten, den haben wir auch, glaube ich, nicht. Jetzt sind Uhr ziehen die schon. Zieht schon weg. Hab's kurz überlegt, ob ich ihn hinterherjodel.
steht eh ein Vierer. Dahinter steht auch was hinter der Kuppel. Gut, das ist, da haben wir zwei. Kriegen wir beide weg. Ich glaube, das dahinter könnte nämlich auch ein 4 oder sogar ein 3er sein. Ein 5er war mal schwach. Ja, auch ein 4er. Gut. Wieder zwei weg. Und vier haben wir viele eigentlich. Da eine schwimmt. Wir müssen da noch einmal rüber. Wie kriegen wir denn so? Müssen wir dann leider noch mal rüber. Das wird auf jeden Fall dann das nächste Ziel an. So, jetzt alles. Wird wahrscheinlich jeder letzte See. Oder die letzten Seen sind ja zwei. Glaube nicht, dass wir hier welche antreffen werden. Ich glaube eben, dass dieses Schweinshirsch Sambahusa Gebiet da. Schweinshirs habe ich schon relativ viele Spots. Rusa allerdings noch nicht und Samba. Gehen halt schon langsam alle. Drei noch, dann kriegen wir $4000. Wichtige Dollar.
Gut, wir gehen da jetzt noch her. Schauen wir, dass wir noch einen Abschluss kriegen. Und dann war es eh schon hier mal. Ich jedes Mal falsch eigentlich. Aber wenn die alle schon gehen, dann hätte sie zwar das ja nichts gebracht. Beziehungsweise für den zweiten See baue ich dann wirklich nochmal ein eigenes Setup auf. So. Also da hinten waren jetzt mal nur Weibchen, die werden wir aber jetzt aufploppen, da wird sicher noch ein Männchen dazu ploppen. Da haben wir auch jetzt irgendwas, das nehmen wir natürlich auch mit. Dammhirsch, okay, das könnte möglich sein. Und da haben wir einen Dreier dabei. Und einen Vierer. Da haben wir einen Dreier. Was sollten alle drei liegen? Drei weniger sind drei weniger. Das sind ein paar Abschüsse wieder für den Dammhirsch. Dir. Wir gehen jetzt mal nur auf dir. Reden noch nicht von Great One. Ich möchte dann gerne da den ganzen See einmal umrunden. Also da so eine Runde gehen, um zu schauen, ob dort noch was jetzt aufgespawnt ist. Weil da ist er eigentlich Dammhirsch. Da ist das Zelt zu weit. Vielleicht das Zelt da irgendwo hin spawnen. Gut, einer auf der Stelle tot, der andere. Das war anscheinend gar nicht erwischt. Ja. Boah, das wundert mich jetzt. Das wundert mich jetzt. Geld aber schon gemacht wieder. Das ist nämlich auch wichtig. Hier was in die Kassen wieder spült. Ja, Trinkzeit wäre jetzt vorbei. Wir hatten hier Schwanzhirsch, aber die werden noch nicht da sein. Na gut, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Macht's gut und ciao, ciao.